Willkommen zurück zu einer neuen nazireichen Folge Wolfenstein 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die ihren Kartoffelbrei gegessen haben und das letzte Video bewertet haben. Denn die Jungs hier, die haben ihren Brei immer gegessen. Alter, so ein Aquarium in einem Büro. Ach, sowas hätte ich auch gerne. Ich muss sagen, ja, die Nazis, die haben Geschmack. Also Hitler hat echt Stil, nicht wahr? Fuhrer, ma Fuhrer. Gut, wir sind bei einem Casting. Und zwar nicht auf der Erde. Venus, Penis. Penis, Venus. Das ist mein Platz. Dann legen wir mal los. Mal schauen, wie es weitergeht. How am I supposed to remember this shit? I'm gonna write this down. Ja, easy. Krieg ich schon hin. Wer macht denn hier immer so ein merkwürdiges Geräusch? Also, der gute alte BJ. And you are a Nazi whore. I will rape and murder you. I will murder your dirty race too. Ich habe tolle Sprüche drauf, oder? Also, top, top. Ja, kann ich. Das ist ein ganz toller Text. Seite 53. Okay, ich kann meinen Text. Wir können anfangen. Also, ja. Wäre gut. Wäre sehr gut. Moment. Hier drüben. Places, places, quickly. Heil Hitler! Heil Hitler! Helene! Ja, kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen Gott nochmal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, yes, mein Führer. And my children have read it, too. I loved it, Mr. Hitler. Super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. I'm from Arizona. Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitsch. Oh. 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 Ah. Helene. Mein Abs.
absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Um Gottes Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit Ihnen. A cold-blooded terrorist. That is what you are. Okay, Moment. Wow. Also, Moment, wir sind im Jahre 1961. Hitler ist 1889 geboren. Er ist 72 Jahre ungefähr alt. Der Mann ist fertig. Er pisst in einen Eiskübel, er kotzt auf den Fußboden und er ruft nach seiner Mama. Also, ja, du bist eine Nazi-Hure. And you are a Nazi-Hure. You monster! What are you going to do to me? Okay, was war jetzt? Vergewaltigen und mördern, oder? I will cake and butter you. I will save and marry you. Nein, wir wollen vergewaltigen und töten. I will rape and murder you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again. Shit. Na, jetzt nehmen wir Spuck auf deine Rasse. Was? I will muffin your rip peach too. I will murder your dirty race too. I will save you your... Was? Marry people too? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, töten und töten. Töten ist gut, nicht wahr, Mr. Hitler? Adi, huh? I will murder your dirty race too. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie. Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you're a Nazi whore. You monster. What are you going to do to me? I will rape you. And I will murder you. So many German innocent lives you have killed. But the German race... We rise again. And I will murder your dirty race, too. Viel besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott. Mein Gott, hab ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsene waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, Satzwil, nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist.
Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirants, as you know, this role is very physical. William Joseph Bloskowitz was not a man of intellect. He was a man of action. The scene takes place right before the scene you did earlier. Bloskowitz is about to plant the bombs that will massacre the German children in the orphanage. But first, he must eliminate the brave soldier standing guard outside the school in a brutal fight scene. Mr. Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Why don't you start? You will each improvise a fight sequence. And once the guard is eliminated, you finish the scene by reading the lines from the cue card, exactly as written. Places. Und Action. Oh, 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 stop, stop. Oh, God, I'm bleeding. I need to take a break. Line, please. Yeah, I need a doctor. Line. Okay. Your bravery is no match for a Neanderthal like myself. Besides, I only know how to fight in a dirty manner. And now, to kill all the innocent children, Germany's future. Ha 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 ha. What? God, God, God. Was schrecklich. Why? Mr. Redfield. Please, the floor is yours. Alter, er hat ihm wirklich in den Arsch reingeschossen. Alter Hitler, du bist ein kranker Wichser. Du bist ein echt kranker. Was kann ich hier machen? Oh, Scheiße! Ich hab Hitler volle Kanne in die Fresse getreten. Das musste man einmal machen. Das ist echt gut. Das ist richtig gut. Und Action. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. Ja, okay. Okay, du hast deinen Kartoffelbrei gegessen, habe ich gehört. You wanted? Is that what you had in mind? You Nazi assholes. Because that's all you're getting. Wunderbar. Wunderbar. Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Platz gewinnen. Oh Gott. Er ist mehr als perfekt. Let me help you unpack, Mr. Redfield. Was zur Hölle ist das? Brace yourself, Adolf. Adolf. I'm leaving here with your secret Odin codes. Then we steal the Ausmerzer, take out General Engel, and show the American people what revolution looks like. Adolf, nicht schlecht. Ja, Gott sei Dank kann man hier überall so einen Beil finden. Wo habe ich die anderen Waffen? Da war doch nur eine Waffe im Koffer drin. Tja, wir werden es nie erfahren. Ich nehme mal die Pistole hier raus. Boah, die Hitler-Nummer hier, die war super gut. Die war echt super, super gut. Ja, willkommen auf der Venus. Bedienen Sie sich. Ja, hab ich gemacht. Ich habe mir eben gerade 4 Kilo Früchte reingefegt. Kann ich mal was sagen? Was? Hab noch nie einen umgebracht. Wirklich? Ja. Wie viele waren es bei dir? Zählen Hinrichtungen auch? Na klar. Dann ab. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen. Wo war das denn?
Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Eines Tages gab es einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten zu fliehen. Viel Krawall, viele Tote. Irgendwann schaute ich um die Ecke und wen sehe ich da? Wen? Den verdammten Terror-Billy. Ist nicht wahr. Natürlich kannte ich ihn damals kaum, aber er war es. Ich schwöre bei Gott. Irgendwie fehlt mir die Zeit mit Terror-Billy. Man musste sich auf die Arbeit konzentrieren und hatte das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Verstehst du? Na klar. Was würdest du dafür geben, noch so eine Chance zu erhalten? Ich würde alles dafür geben, das Arschloch nochmal im Visier zu haben. Und diesmal würde ich treffen. Außer ich krieg ihn zuerst. Stell dir vor, Terror-Billy als ersten Abschuss. Man würde dich vergöttern. Ja. Okay, hier bin ich. Das will ich sehen, Jungs. Ey, diese Dialoge, ne? Die sind gut. Die sind richtig gut. Ah, ich hab ihn mal gesehen, den Terror-Billy. Ich hätte ihn abgeknallt, aber... Ah, ich hatte eine Ladehemmung. Okay, hier sind zwei. Und da war ich, der gute alte Terror-Billy. Ich lebe noch. Und ihr seid tot. Ein Toter! Alles sauber, da liegt ein Toter. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Er hat eine Kugel im Kopf. Klarer Fall von Schlaganfall. Boah, ist ja fast so geil wie der Mond. Astronautennahrung hier drüben. Würde ich voll gerne mal reinlöffeln. Moment mal, du bist doch ein... Da ist doch ein Gegner gewesen. Ich war total verwirrt, ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Ach, Hundefutter. James Hundefutter. Na gut, Action ist eh viel geiler, nicht wahr? Frau Engel. Ah, Kacke, warum denn immer irgendwelche Scheißhunde? Oh, cool. Wow, also wie gesagt, Hitler hat Stil. Hier natürlich eine blonde Sekretärin. So gehört sich das. Der Mann hat Geschmack. Das muss man ihm lassen. Ich würde gerne Alpha töten. Wo finde ich Alpha? Autsch. Autsch. Frech. So. Habe ich dem eben gerade die Wirbelsäule rausgeballert? Oh fuck, ich bin fast tot. Ich spiele immer viel zu sehr rum. Nix gut. Absolut nix gut. Jetzt bin ich garantiert tot. Jetzt bin ich garantiert tot. Die Granate. Okay, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Er weiß nicht, wo ich bin. Was für ein Idiot. Also Hitler hat nicht wirklich die Elite hier oben. Trauben. Adolf mag Trauben. Wow, das war Gold. Der Kotzkübel vom guten Ade. Nice. Ich sag dir, der Mann hat Geschmack. Okay, hier muss irgendwo noch ein Mannheimer rumrennen. Ich habe wenig Energie. Gar keine Energie. Nix Energie. Okay. Wow. Nein, ich will... Genau. Alter, die Waffe ist so ultimativ nice. Jungs. Und schon wieder keine Energie. Tot. Was meint ihr? Au! Kacke! Ob ich Hitler töten darf? Oh, ich habe keine Granate. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Boah, fuck, warum explodiert hier dauernd irgendwas?
Komm schon. Irgendwie nimmt's mal wieder kein Ende. Oh, warte. Ich brauche hier was Dickes. So wird gespielt. Einfach volle Möhre drauf. Verreck! Und gib mir einen Kürbis und ein Schwein. Ein ganzes Schwein gegessen. Okay. Okay, damit bin ich zufrieden. Ist das ein Hund? Hey. Cool, Kumpel, cool. Ja. Ja. Ich bin tierlieb. Ich bin tierlieb, liebe Kinder. Na, ich... Okay, ich will wissen, was ich da gefunden habe. Ich drücke es immer wieder weg. Venus. Der gute alte Creek. Andrew. Wo bin ich denn hier? Mannheimer? Oh. Oh. Was ist das da? Was lag da eben gerade rum? Was bist du denn? Ich hab R2, D2 zerstört. What do you say now, Mr. Nazi-Mann? Gib mir den Code. Dankeschön. Rüstung, Baby, Rüstung. Rüstung tut so gut. Rüstung, Baby, Rüstung. Rüstung macht mir Mut. Au! Scheiße! Was sind das hier, Wissenschaftler? Anscheinend! Ah. Knack und Back, Kollege. Knack und fucking Back. Das ist mir so ein Nährstoffwürfel. Ob es hier eine Karte gibt? Anscheinend, also bestimmt irgendwo. Oh. Infos. Alphas. E-Post. Beringer. Stillgestanden, Beringer! Hättest du mal lieber toter Mann gespielt? Also wenn ich jetzt einer von diesen Nazi-Soldaten wäre, ja? Und ich hätte gesehen, wie ein Mann eben gerade 40 Leute weggeballert hat, ja? Alter, ich würde doch nicht irgendwie auf ihn zulaufen und mir denken, ja, jetzt bin ich dran, ich schaff den jetzt. Ich würde kündigen, ich würde sagen, yo, egal was sie mir zahlen, es ist nicht genug. Nicht wahr? Quick. Quickie do. Oh, eine große Rüstung hier drüben. Ich würde sofort kündigen. Ich würde sofort sagen, nee. Alter, nee. Ich bin raus. Vaterland ist mir doch scheißegal. Ich würde eh für kein Land der Welt in den Krieg ziehen. Würde ich nicht. Scheiß drauf, ist doch eh nur Land. Könnt ihr eh nicht mehr. Von wegen hier so Heimat und Vaterland und so ein Schwachsinn. Was gehört mir denn hier? Gar nichts. Okay, hier ist zu. Der lange Gang. Wenn ich hier so ein bisschen nach draußen gucke, erinnert mich so ein klein wenig an Doom. Ich wette, die Nazis, die sind auch auf dem Mars. Und das hier erinnert total an... Abraham Lincoln. Oder? In Washington. Der sitzt doch ungefähr genauso da. Das alte Penny-Gesicht. Unser... Was? Unsere Führung.
Unser Ein und Alles. Ich denke mal, wir haben alles mitgenommen, nicht wahr, Mannheimer? Der gute alte Ape. Während meiner Hinrichtung waren wir am Washington Monument und da war ja noch immer die Statue vom Ape. Normalerweise hätte er ihn doch sofort zerstören müssen, oder? Ich meine, also ich meine, es war immer noch die Originalstatue, die eben in unserer echten Welt in Washington steht. Und Ape hatte doch ganz andere Werte als Hitler. Ich meine, es ist ja wie Tag und Nacht. Mann gegen Sklaverei, für Schwarze. Das ist ein Riesenunterschied. Oh, okay. Entschuldigung. Wo ist jetzt hier mein Beil? Tja, das ist weg. Ah, ne, ich hab's gefunden. Here it is. My ticket down to the surface. Wir wollen hier wirklich raus. Wow, die Nazi-Führungszentrale. Tja, Abschaffung der Sklaverei. Alle Menschen gleich. Menschenrechte und so weiter und so fort. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Ist doch eigentlich genau das, was ein Hitler gar nicht gutheißen würde. Oder? Zugangsdaten eingeben. Achtung, Fehlfunktion. Navigationssysteme beschädigt. Nicht. Notfallauslauf eingeleitet. Landung in T-minus 3, 2, 1. Das hat auf jeden Fall klasse. Brutal. Moment, es gibt ein Tutorial. Ja. Heat. Like Texas in August. Kommandant Adler vom Oberkommando der Venus. Ich rufe Kapsel 7. Bitte antworten. Kapsel 7, bitte antworten. Niemand da. Entschuldigung. Kapsel 7, wenn noch jemand liegt, bitte antworten. Ich sagte, alle tot. Kapsel 7, wenn Sie mich hören, bleiben Sie ruhig. Eine Rettungseinheit wurde zu Ihrer letzten bekannten Position geschickt. Okay. Damn, I'm burning up. Nun gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.